wir haben schon wieder eine Folge voll aufgenommen hier. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie lange bei dir die Folgen werden. 20 Minuten. Und dann sind wir bei dir noch in der ersten Folge. Bei mir sind wir jetzt in der zweiten, aber macht ja nichts. Machst du täglich oder wie oft lädst du es hoch? Ja, es kommt drauf an, ne? Wie ich das jetzt. Ich muss das alles wieder neu koordinieren. Will ja noch ein paar neue Projekte machen, weil ich die alten dann abgesäbelt habe quasi. ja, mal schauen. Ich denke mal, wenn ich es hinkriege, täglich, ansonsten alle 2 Tage, je nachdem, das muss ich mir noch irgendwie gucken, wie das alles geht. Du musst hier hoch. Du bist an mir vorbeigerannt. Ach, da bist du. Ich habe Zucker war so ein bisschen versteckt. Ich glaube, Dalu und ich sind so, die am meisten Projekte hier gebaut haben, deswegen. Ich meine, ich wollte unsere Gebäude. Du hast da auch so viel offline gemacht. Ja, also das, wo wir jetzt hinkommen, das habe ich quasi nur offline gebaut, weil das war, um das während ich aufnehme aufzubauen, war es echt ein bisschen viel. Ich meine, schon die Landbrücke, ne? Oder Erdbrücke. Das, ja, ich, das musste ich bauen, weil Kirin wollte, dass ich weiter vom Strand wegbaue. Okay. Also ursprünglich war das Ding hier, was ich gebaut habe, ungefähr hier. Oder ein bisschen weiter noch, ich weiß es nicht mehr. Wenn euch die Nacht stört, dann müsst ihr das sagen. Bei mir ist alles taghell, deswegen, ich weiß gar nicht, ob Nacht ist oder nicht. Nö, es ist Nacht. Es ist Nacht, ja. Ist egal, in Nacht sieht das noch pompöser aus. Ich weiß nicht, wie weit du die Chance sehen kannst, aber eigentlich müsste das Gebäude jetzt vor dir auftauchen. Nee, bisweilen sehe ich noch nichts. Müsste jetzt vor dir auftauchen, auf jeden Fall, so langsam. Ja, so langsam. Genau, jetzt so langsam sehe ich. Oh, wow. What the fuck? Das ist ja mal ein Monstrum. Ja, das ist meine Goldfarm. Deswegen baue ich ja jetzt ein Schloss aus Gold. Und hier farme ich halt das Gold dafür. Ah, okay. Mhm. So was von protzig. Und wie ist das aufgebaut? Ich meine. Das ist schon sehr protzig, ja. Das sind eine Menge Nether-Tore. Ich komme nicht hoch. Ah, so. Ah. Und okay. Nether-Tore haben die Chance, eine ganz geringe Chance, dass in der realen Welt Pigmen da spawnen. Und die siehst du auch hier gerade. Hier werden die alle rangeschwemmt. Zufällig, wenn die mal gerade irgendwo einer ist. Nee. Wow. Ja, und die werden halt durch meine Fahrstühle hochtransportiert dann alle wieder und dann werden sie da oben sterben. Das siehst du ja gleich, wenn du ganz oben bist. Mhm. Erstaunlich, ja. Erstaunlich. Wow. Und dann kriege ich halt Goldlackets und mache daraus dann mein Goldschloss. Hallo. Man hört sie schon, wie sie hochgeschwemmt werden, genau. Ja, und da sterben sie auch. Das war eine Menge Arbeit. Das ist. Wow. Also ich habe es unten, glaube ich, reingeschrieben, wie viel Farmzeit ich gebraucht habe. Ich gehe mal runter wieder. Das ist ein langer Weg. Es geht abwärts. Ja, und hier unten, den unteren Teil, den du jetzt dann gleich siehst, den muss ich extra nochmal dran bauen, weil es ja auch Baby-Pigments gibt und die sonst nicht da hochschwimmen können und die sterben jetzt hier unten. Lustigerweise spawnen da oben auch Hühner und deswegen habe ich hier unten noch total viele Eier. Aber gut. Und wie kommt man auf so eine Konstruktion? Ich meine. Tja, weiß ich auch nicht. Warte mal, wie lange habe ich gebraucht? Achso, 13 Stunden farmen und 10 Stunden bauen. Ja. Stell dir mal vor, du hättest das alles aufgenommen, ne? Du hättest Videomaterial für ein ganzes Jahr. Ja. Ein ganzes Jahr nicht. Das war das jetzt auch. Das ist ja auch so bei mir. Ich mache auch einiges offscreen noch und werde das dann auch immer in der Aufnahme dann auch präsentieren. Deswegen ist ja auch schon der Grundriss meines Gebäudes schon entstanden. Auch offscreen. Und darum nicht wundern, meine lieben Zuschauer, warum da jetzt schon was aber steht. Ich finde aber jetzt trotzdem schön anzusehen. Dieses Lila da oben, das Blau. Ist herrlich. Ja, sieht echt gut aus. In Farbe und bunt. In Farbe schlecht, und bunt. Nicht schlecht. War das dein erstes Gebäude hier? Nee, das habe ich einfach hinterher mal irgendwann gebaut. Als ich mir gedacht habe, jetzt brauche ich ein Goldschloss, weil ich will ja, da oben diese Wolken sind ja hässlich, deswegen habe ich mir gedacht, ich baue auf der gleichen Höhe ein Goldschloss. Und dann habe ich angefangen mit der Idee, wo kriegst du das ganze Gold her? Ja. Ja, das ist immer so, ne? Danach graben ist auch, glaube ich, braucht man sehr lange für. Nehme ich an. Ja gut, in den 23 Stunden hätte ich wahrscheinlich auch genug Gold gefunden, aber. Ja gut, das stimmt allerdings. Klar. Aber so kriege ich halt Gold for free. Ich brauche mich einfach nur da reinstellen ein paar Stunden, dann habe ich einfach Gold, ne? Ja. Jetzt fange ich an mit meinem Goldschloss und du kannst ja dann da drüben an dein Domizil bauen.
Ja, ich will mal gucken. Ich will eigentlich so ein modernes Haus bauen. Muss aber auch noch gucken, aus welchem Material ich das genau mache. Ich habe mir erstmal so ein Holzhaus erdacht. Mal gucken. Es kommt ja alles nach und nach. Man wird ja immer sehr schnell spontan und Ja. sagt, ach nee, ich mach das. Man reißt es wieder ab. In modern passt natürlich nicht zu dem Stil, den wir hier sonst so verwenden, aber. Ja, gut. Also hier liegt die Kernstadt zumindest ja ein bisschen auf alt gemacht, aber. Rustikal. Ja gut, ich bin ja nicht direkt im Zentrum. Ne? Das ist ja ein bisschen außerhalb und da, vielleicht kann ich da ja auch so ein kleines Domizil erbauen. Mal gucken, ist da ist ja genug Platz. Ja, genug Platz haben wir hier noch, das ist wohl wahr. Solange da du da nicht meinen Platz da irgendwie Da würde ich anderweitig vorsichtig sein. vergibt. Der wird Ja, irgendwann das wohl, gibt es. der Man wird kann irgendwann ja eine auch Brücke drüber Schilder bauen. verteilen, ne? Wo man sagt, meins. Das stimmt. Ja, ich glaube, ich habe oben schon Goldblöcke. Ich fange mal an, um meinen Goldschuss zu Und bauen. warum Lava, Wasser? Hast du dir was Direktes dabei gedacht oder Das einfach war jetzt so einfach. spontan? Das war einfach nur, weil der Turm. Eigentlich wollte ich ursprünglich hier nur einen Turm hinbauen, der einfach nur hässlich ist, damit alle Leute den auffällig finden und hässlich finden. Ja gut, das ist mal so meine Orientierung, ne? Wenn ich woanders bin, wo ist der Turm? Ja, das hat auch Da geklappt. Der habe ist ich doch ja sehr hässlich gebaut. geworden. Aber nur aus Stein war er mir selbst zu hässlich. Da dachte ich mir, mache ich mal eben noch ein paar Wasserfälle und Lavafälle runter. Ja. Und ja. Und Ja gut, natürlich man diese kann ja noch einiges Abstiegsketten. rausmachen, ne? Man kann es ja noch einen schönen Balkon und alles, also Bist du so mal da hochgegangen? stockweise. Bitte? Bist du nochmal hochgegangen in den Turm? Nee, noch gar nicht. Ich gehe nicht an fremde Grundstücke, wenn da derjenige nicht dabei ist. Ach so. Ach, das ist bei uns gang und gäbe. Da brauchst du dir nichts denken. Ja, du darfst nur nichts klauen. Also Nee, das, um wobei Gottes das Willen. auch schon vorgekommen ist. Bei der Treppe wirst du wahnsinnig. Echt? Ja, da kriege ich Ich ja empfehle bestimmt dir, einen dich nicht immer zu drehen Kollaps hier. dabei, weil dann wirst du wirklich bekloppt. Ich gehe dann mal eher so hoch, dass ich immer seitwärts und rückwärts laufe. Und als immer quasi. Oder ich falle einfach. Wie wäre das? Wie hast du das denn geschafft? Keine Ahnung. Ich Ist bin ja in eine der Mitte nur ein Frau. Loch, wo man Das runterfallen ist, kann. das, da steckt keine Logik hinter. Immer Und gut, schon wenn. wieder. Du Oh Gott. solange nicht bis ganz oben fällst, dann bist du tot. Ja, aber Ja. wenn du dich immer womit rumdrehst, dann bist du ja ständig beschäftigt mit dem Ausreden. Dann muss ja runterfallen. Ich gehe halt hier, wenn ich hier stehe. Wo bist du denn jetzt? Da, komm mal noch höher. Ja. Ich bin jetzt etwas vorsichtiger. Guck, ich gucke quasi immer in die Richtung und gehe dann einfach nach links. Dann hier geradeaus. Wenn du jetzt mich wieder siehst, genau. Dann gehe ich hier rechts und dann hier rückwärts. Und das mache ich ja Das die ist wie ganze das Zeit. Da kommt System. man viel Tempo schneller nach steigen. oben. Und man hat keine Angst, dass man irgendwie runterfällt. Ich meine, Nice. die Treppe ist schon wahnwitzig, ich weiß. Ja, doch, die macht einen nachher Zeit kirre. Und es geht noch ziemlich weiter, ne? Das geht, bis wir auf Höhe 255 sind oder sowas. Aber tröste dich, runter kommst du schneller. Ach, schön. Durch den Wasserfall nehme ich an. Das wäre zu einfach. Das Ach Wasserfall so, habe das ich wird jetzt ja zu gebaut. einfach. Ja, ich habe es aber auch größer gebaut. Vorher war ich genau war das Feld, wo man landen konnte, nur ein Fleck groß. Jetzt ist es 6x6, also nee, 3x3. Also groß genug. Nee, 3x2 ist es. So, will ja nicht lügen. Hat dieses hier noch ein Ende? Weiß ich nicht, ich bin glaube ich sehr viel schneller und ich bin noch nicht oben. Jetzt habe ich ja den Laufbug, ich hasse ihn. Du und dein Laufbug. Ja, der ist geil, ne, Blaze? Willst du jetzt Ihr auch gerne? seid so gute Freunde. Aber ich spring jetzt mal nicht runter, ne? Aber ich zeig dir dann, wo du gleich runterspringen musst. Ich brenne. Super. Ich muss erstmal oben angelangen. Ja, ich guck mal, wo man hier runterspringen muss. Aber war das die Seite? Nee. Das war die andere Seite. Ja, meine Zuschauer freuen sich, was sie hier gerade sehen. So ein Stein, Treppe. Muss auch mal sein. Ist das hier? Ah ja, hier. Okay. Bist du denn eigentlich? Ich sehe deinen Namen gar nicht. Ach, da unten bist du noch. Ach, da unten bist du noch. Ich dachte, ich hätte es bald das geschafft hier. Ich kann es von hier aus schlecht beurteilen. Ich denke mal, du hast so drei Viertel des Turms hast du. Schwierig. In der Aufnahme sieht man wahrscheinlich deinen Namen gerade nicht, aber. Ach ja. Aber man hat eine schöne Aussicht von hier oben. Also zumindest, wenn man seinen Chunk-Gesicht weiter auf 16 stehen hat. Ich glaube, ich habe auf 16 stehen, was ich gar nicht, muss ich gleich gucken. Kann genau auf dein Grundstück runtergucken. Ist herrlich. Bist gleich Ich oben. krieg einen Drehwurm. Deswegen laufe ich so, wie ich es dir gesagt habe. Sonst ist das echt Ja, ich schlimm. schaue schon die ganze Zeit an der Wand entlang, dass ich mich schon ein bisschen schneller bewegen kann. Ich werde hier oben sehr selten Besuch kriegen, glaube ich. Außer man nimmt den halt den Wasserfall. Dann kann man ja auch schon nach oben gehen. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Oh, ich
Endlich angekommen. Ja, da hinten ist Davos Wolke. Ja. Ach, stimmt. Ah, doch, das. Okay. Man hat eine schöne Aussicht. Man kann auch aufs Dorfzentrum gucken. Und man auf der Seite gucken. Ich halte immer die Shift-Taste drücken, weil ich meinen Lauf passe. Dann bin ich gleich wieder unten. Also, ich finde, man hat eine schöne Aussicht von hier oben. Noch sehr zentral auf der Turm. Ja, und wenn du runter willst, dann musst du einfach hier hingehen. So, dann springst du einfach gerade runter. Hört sich doof an, aber ist so. Und da unten ist ein blaues Wasserloch. Siehst du das? Da musst du durch. Oh Gott, oh Gott. Ist eigentlich ganz easy. Okay. Soll ich dir mal zeigen oder willst du einfach mal probieren? Ach, Risiko. Let's go. Ja, dann mach mal. Und dann fällst du durch Wasser durch. Hat super geklappt. Ah, toll. Jetzt bin ich hier am Partyhaus. Ja, das ist ja nicht so weit weg. Genau. Wenn du da bist, dann sagst du mir mal Bescheid, dann springe ich auch mal da runter und zeige dir, wie das geht. Ja, ich hab's. Eigentlich dachte ich, dass ich genau drauf zufalle, aber irgendwie bin ich doch ein bisschen weit außen. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stacks Goldblöcke habe ich schon hier, das ist schon mal ganz gut. Damit kann ich das anfangen. Oh, ich glaube, ich bin schon langsam richtig hier. Partyhaus, ne? Da, genau, glaube ich. Ah, da ist der Turm auch. Warte, wo bist du jetzt? Na, ich bin gleich da, ich sehe den Turm schon. Ach, da, ich sehe dich da unten laufen, du bist gerade im Hexenhaus. Genau. Ich sehe da drei Pixel sich bewegen. Siehst drei Pixel sich bewegen. Okay. Pixel sich da durch den Wald. Ja. Boah, du bist echt winzig von hier oben. Das Blöde ist, wenn ich jetzt zeige, wie man da runterspringt, muss ich gleich den ganzen Turm wieder rauflaufen. Ja, ich nicht. Das sei schon gesagt. Ja. Und die ganzen Gegenstände, hier sind's alle. Hallo. Ja, alles. Ich hoffe, es ist nichts in der Lava gelandet hier. Hast du alle deine Items? Ich guck grad mal. Ja, wenn nichts mehr rumliegt, ist ja gut, dann komme ich schon mal runtergesprungen. Bislang liegt da nichts mehr rum. Du kannst gerne springen. Siehst du mich? Ganz oben? Ja, ich sehe dich. Dann komme ich jetzt runter. Selbstmord! Ja. Bitte? Warum? Ich bin doch genau durchgekommen. Ich bin doch genau durchgekommen. Also ich hätte das geschafft, als es nur ein Loch breit war. Jetzt ist es ja Mist. Verdammt, damit. Hat wohl nicht ganz geklappt. Hab ich denn das Wasser getroffen? Bin ich unten gestorben oder bin ich auf dem Rand gestorben von dem Ding? Hast ich glaube, du bist am Rand gestorben. Komisch. Ja, auf jeden Fall, wenn man durchs Wasser schafft zu treffen, dann ist man auch nicht tot. Ihr habt da gerade Spaß, oder? Dumm springen. Definitiv. Ah, guck, mein Brustteil ist weg. Sehe ich gerade. Nicht meins. Nein, ich gehe nicht in deinen Klamotten dran. Das ist bestimmt in die Lava gefallen, weil die Schuhe waren auch kurz vor der Lava. Ich kann dir ein neues machen, das ist kein Problem. Ist ja meine Schuld, dass du hier gestorben bist. Ja. Wahrscheinlich musst du daran noch ein bisschen was machen, am besten noch ein bisschen größer. Ja, breiter geht's nicht, weil dann kann man. Doch, ich habe da eine andere Methode noch, wie es noch geht, aber. So, manchmal alles aufsammeln hier wieder. Jetzt sieht man wenigstens mal dein Skin richtig. Nein, hilf mir schnell, ich bin nackt. Naja. War das hier? Nicht anziehen. Mein Kopf ist weg. Oh nein. Ja, müssen die Goldblöcke noch da, das ist ja schon mal etwas. So. Beide Spitzhacken sind noch da, ja. Das Bild Touch brauche ich nicht, ich brauche die andere. So. Ich habe ein Zauntor, das ist bestimmt deins. Wer weiß das schon. So, warte mal, du brauchst einen Brust, ne? Von daher muss das so sein. Mein schöner verzauberter Kopf ist kaputt.